Ich warne euch vor Esoterik, Rückführungen. Ich weiß schon, ich bekomme dann von gewissen so, wo das eben machen soll. Es hat schon noch Gutes drin. Wäre ja. Aber die Gottesmutter sagte mir, diese Esoterik ist genau gleich wie jemand, der beim hohen Seil, der aber das nicht beherrscht, über das Seil läuft. Das Risiko ist 99,9 Fallen. Es ist heute alles, auch die, man spricht von weißer Magie, schwarzer Magie, aber heute ist das ineinander verwoben. Satan hat zurzeit das in seiner Hand. Deshalb. Und es kommen bei mir ja auch Lehrerinnen, die in dieser Esoterik oder in dieser Rückführung drin sind, stecken geblieben sind und Satans Fratzen entdeckt haben. An einem bestimmten Zeitpunkt zeigt sich den Satan und dann ist es dann schwer. Dann muss ich die tatsächlich aus dem Rachen Satans herausreißen. Aber sie werden lange noch immer wieder diese Dinge haben. Man will mir es nicht glauben, aber ich habe Tatsachen hervorzuweisen. Vergesst doch nicht, Satan ist doch kein dummer Bube, ein dummer Geist. Ich höre hier und da ein Ding, ja, ich kämpfe gegen den, ich schlage ihn da, diesen Mischkäfer. Das kann ich vielleicht sagen. Aber nicht ihr, bitte nicht. Denn er ist immer noch ein urgewaltiger Engel. Wenn auch bös und rachsüchtig. Grausamer. Mit einer Engelsintelligenz. Wer will sich messen mit ihm? Ich rate euch einen Exorzismus an. Ein Gebet. Das kann jeder beten, das kleinste Kind. Glaubt ihr nicht? Und doch? Beste Exorzismus ist, wenn der Versucher kommt. Nein! Entschuldigung. Das beste Gebet, nein. Und wenn du spürst, oh, nicht mehr loskommst von den Versuchungen, geh an einen anderen Ort. Verlass diesen Ort. Lass vielleicht ein gutes Schrift oder was lesen, das dich ablenkt. Oder eine richtige Wagner-Musik, wo du dann selber dich. Ich habe jetzt also gesagt, Satan ist ein urgewaltiger Schreckler. Ich kann es nicht einmal ausdrücken, menschlich. Auf der Erde gibt es kein Ding, das ich könnte sagen, wie furchtbar Satan ist. Wie sagte Petrus, wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht, wenn er verschlingen kann. Der ist ein gewaltiger Engel, intelligenzmäßig alles. Da kann man nicht sagen, Mischkäferle du. Sonst schlägt er zurück. Das ist so viel wie ein Floh gegen den Löwen. Der Floh macht komm, 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 komm. Ich mache natürlich so, aber. Aber. Der Wolf, der Löwe kann nicht viel machen gegen den Floh. Aber der Floh kann den Löwen bissacken. Oder? Der Floh kann dem Löwen eher zusetzen als der Löwe dem Floh.
So stark sind wir.